Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainzim wird 4, der Danny spielt das. Wir befinden uns hier auf der Strecke, linke Rheinstrecke in Koblenz Hauptbahnhof und begutachten uns hier gerade so einen wunderschönen Turm von den vielen, die es ja hier auf der Strecke zu begutachten gibt. Und haben heute die Aufgabe, ja, einen etwas ungewöhnlichen Zug nach Mainz zu fahren. Auf einem meiner selbst erstellten Szenarios, wie auch immer, oder Szenarien. Die Sonne geht auf und ich würde sagen, wir begeben uns zu unserem Zug an dem Bahnhof, Koblenz Hauptbahnhof. Und ich würde sagen, ich habe hier so ein bisschen was hingestellt. Ihr seht es vielleicht auch, wie dieser Zug schon im Einzelnen aussieht. Es ist ein bisschen bunt gemischt heute. Ich denke, das ist auch mal schön. Ihr seht, wie die Sonne langsam aufgeht. Und ja. Dort vorne steht noch ein ICE wartend auf Ausfahrt, ein ICE 1 auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, bevor wir noch mehr Zeit verlieren, können wir vielleicht ein schönes Foto machen und können uns dann soweit auf den Weg machen. Dort vorne, ihr seht's, hat sich noch ein RE bereitgestellt, beziehungsweise eine RB fährt dort vorne ein und ja, ich würde sagen, wir verlassen so langsam gleich den Fotomodus und begeben uns zu unserem Zug hier in Koblenz Hauptbahnhof, machen wie gesagt noch ein schönes Foto von unserer BR193, heute mal komplett in weiß. Ja, ich würde sagen, los geht's, verlassen wir den Fotomodus, wir müssen den Zug noch komplett aufrüsten, wie ihr seht und ja, verlieren keine große Zeit hier, beginnen wir. So, dann würde ich sagen, upsa, los geht's. Steigen wir ein. Schließen die Türe. Nicht das Fenster aufmachen, sondern die Tür schließen. So, setzen uns hin, richten unseren Zug auf. Das heißt, wir machen hier oben dunkel. Dann machen wir hier vorne zack, zack, zack. Dann natürlich hier noch die AFB. Einstellen. Dies machen wir auf 40. Wie gehabt, ihr kennt das. So, dann gehen wir in die Einstellung, denn wir müssen wahrscheinlich die PZB noch. Nein, müssen wir nicht. Sehr schön. Dann können wir eigentlich auch die Türen jetzt öffnen. So, das brauchen wir alles nicht. Das machen wir an. Das brauchen wir nicht. Die Zugsicherungssysteme müssen wir natürlich noch einstellen. Logischerweise. Das geschieht an diesen drei Knöpfen hier. LZB, PZB und Zugbeeinflussung. SIFA. Sehr schön. Gut, dann wären wir eigentlich soweit abfahrbereit. Warum entriegelt der jetzt die Tür nicht? Was ist denn das jetzt wieder? Ach, es ist echt. Manchmal weiß ich nicht, warum der das nicht macht, aber er will es halt nicht. Dann machen wir das halt mal wieder per Hand. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Bug ist oder ob das an manchen Wagen liegt, dass er die nicht öffnet, aber er will es halt nicht. Dann machen wir das halt per Hand. Jetzt auch nicht das große Problem. So, ich denke, das reicht auch. Wenn wir jetzt gleich wieder alles schließen, können wir auch einsteigen. Müssen die Herrschaften noch eben aussteigen hier. Wird auch schon eine ganze Menge, was hier aussteigt. Ihr seht's. Wir steigen ein, dann schließen wir die Türen und dann haben wir auch Ausfahrt. Unserer wunderschönen weißen Vectron. Ach, das sieht ja einfach nur stark aus, oder? Ich finde es geil. So. Machen wir mal die Tür zu. Dann setzen wir uns hin. Dann machen wir das diesmal. Schließen wir das sehr wohl. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, schließen tut er sie. Gut. Dann haben wir Ausfahrt.
lösen die Bremse. Haben wir die Abgabe auch bestätigt? Ja, haben wir. Sehr gut. Dann können wir auch losfahren. Erster Halt, Bingerbrück. Jetzt befreien. Super Einflussung. Super Einflussung. Wunderschön, wunderschön. Siefer. So, dann dürfen wir auch schon 120, dann tun wir das natürlich, wir keine Zeit verlieren. Das Ganze natürlich noch bestätigen, aber erstmal Siefer drücken, das ist wichtiger. So, bestätigen wir das Ganze, beschleunigt unser Zug auch. An diesem frühen Morgen des 1. April 2024. Und nein, das ist kein April-Scherz. Ich finde diese Farbe wirklich wunderschön. Einfach mal komplett weiß. Jetzt immer irgendwelche Farben oder so. Finde ich das wirklich mal wunderschön, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach nur Trauma. So, wir dürfen 140. Ich soll das natürlich auch bestätigen. So, sie verdrücken. Wunderschön. Wunderschön. Also es ist, die Vectron ist wirklich eine wunderschöne Lok. Also da gibt es nichts. Wirklich absolut traumhaft dazu. Die passenden Wagen finde ich. Auch nicht immer IC, weil muss das ja auch nicht immer sein. Da kann man auch mal ein bisschen Interregio und so beinehmen. Ich finde es wirklich gelungen. Also im Zug-Editor ist wirklich alles möglich. Ich finde das Feature nach wie vor wirklich sehr gelungen. Und dazu diese wunderschöne Aussicht, also einfach nur genial. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Also wirklich, schaut euch das doch bitte mal an. Das ist doch einfach nur traumhaft. Das ist doch wirklich nur traumhaft. So, unsere Ziele sind heute Bingerbrück. Dann fahren wir ersatz- oder außerplanmäßig über Gau Algesheim. Dann einen außerplanmäßigen Halt und dann noch über Mainz-Mombach. Das sind zwei außerplanmäßige Halte, die wir heute noch haben, und schließlich Mainz Hauptbahnhof. So, können wir wieder ein bisschen Karten studieren hier. Ob uns da irgendwer folgt oder entgegenkommt, das sieht aktuell noch nicht aus. Der ICE ist verschwunden. Der fährt da, der folgt uns bereits. Ja, den habe ich auch so ungefähr losfahren lassen.
Ob uns irgendwas entgegenkommt, ich kann es gerade gar nicht sagen. Das werden wir dann auf jeden Fall sehen im Verlauf der Fahrt. Von daher lassen wir uns da einfach mal überraschen. Ich habe sehr viel Rollmaterial verwendet, sehr viel KI-Verkehr verbaut, die an unterschiedlichen Standorten losfahren. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Naja, werden wir sie ja sehen. Wie sieht es, die Sonne geht langsam auf. Ein Träumchen. Eine der wunderschönsten Strecken, die es bei TSW überhaupt gibt. Linke Rheinstrecke. Mit einer der schönsten Loks, die es bei TSW überhaupt gibt, die Vectron. Also schöner finde ich nur noch die 101 und den IC3. Danach kommt meiner Meinung nach aber auf jeden Fall die Vectron. Falls euch mal interessiert, wie diese Vectron hergestellt wird, da gibt es auf YouTube ein wunderschönes Video. Müsst ihr mal in meinen Beiträgen schauen. Ich habe da vor einiger Zeit mal ein Video ja, geteilt, gepostet. Da könnt ihr dann gerne mal reinschauen. Eine wunderschöne Dokumentation von den Kollegen von Welt. Weltdoku, wenn ihr da mal Bock habt drauf zu schauen, reinzuschauen, dann findet ihr das auf meinem Kanal in den Beiträgen. Müsst ihr halt ein bisschen runterscrollen und dann findet ihr das. Eine wunderschöne Doku über die Herstellung dieser wundervollen Lok. Wenn ihr da Bock drauf habt, klickt euch da gerne mal rein. Ich habe jetzt irgendwie gerade ein bisschen Performance-Probleme hier. Weiß gar nicht warum. So, es scheint sich ein bisschen gelegt zu haben. Keine Ahnung, was das war, woran das lag. Ob der Hintergrund was am Downloaden ist, am Aktualisieren ist, ich weiß es nicht. Jetzt aktuell nicht sehen. Ich weiß nur, dass wir jetzt mal ein bisschen runter müssen hier mit der Geschwindigkeit auf 110. So. Da fährt er. So, wir dürfen wieder 140. Wobei sich das jetzt auch nicht wirklich lohnt. Jetzt ist schon wieder 110. Was ist das denn? Jetzt blöde. Oder habe ich mich jetzt täuschen lassen? Ich habe mich täuschen lassen. Ach, das waren die 110. Ja, wir waren noch nicht, die waren noch nicht angebrochen. Also deswegen, ich habe zu, ja, ich habe mich täuschen lassen. Das war das Problem. Gut, kann passieren.
Wunderschön. Wunderschön. So, 100. Upsa. Sind ja fast in der Sonne, sehen die aus, als ob die grün wäre. Mintgrün. Ist mega schön. Einfach nur traumhaft. Einfach nur traumhaft. Fährt der ICE. Da fahren wir schon ordentlicher Abstand, den wir haben. Also ist jetzt nicht so, dass er uns wer weiß wie auf die Fersen hängt. Hier sind wir, da ist der ICE, hier sind wir. Also schon ein gebührender Abstand. So, 120, gleich 130. Und dann fahren wir schön an dem Rhein vorbei. Wunderschön, die Sonne geht auf, der Tag beginnt. Wir fahren mit unserem IC von Koblenz über Bingerbrück, Algersheim und Mainz-Bombach zu unserer Endstation Mainz Hauptbahnhof. Heißt doch Algersheim, Algersheim. Was ist das Café jetzt? Gau Algesheim, okay. Da war ich ja gar nicht so verkehrt. So, 130. Echt gespannt, wann der erste KI-Verkehr entgegenkommt. Dürfte sich jetzt auch nicht mal allzu lange, oder dürfte jetzt nicht mal allzu lange dauern. Natürlich alles ein bisschen fiktiv, was ich hier gemacht habe. Die Züge fahren wahrscheinlich so gar nicht hier auf der Strecke. Auch die Bezeichnung mit Sicherheit sind die nicht original getreu. Aber wie gesagt, das ist alles Fantasie. Man kann seiner Fantasie hier vollkommen freien Lauf lassen. Und ich finde das wunderschön, dass man dieses Feature hat, dass man dieses Feature hier nutzen kann, dass man Züge zusammenstellen kann, die es so in der Realität niemals geben würde. Dass man die auf die Strecke bringen kann, egal wo, egal auf welcher. Und dann nutze ich das natürlich auch aus. Ich finde sowas wunderschön. Also, dass man hier wirklich so vollkommen
offen sein kann, vollkommen seiner Fantasie wirklich freien Lauf lassen kann und hier so ein bisschen spielen kann, Spielereien machen kann. Gut. Wunderbar. Ach, traumhaft. Einfach nur Trauma. So, machen wir mal schnell ein Foto und dann einfach nur schön. Ach Gott, wir sind schon wieder zu schnell. Ich doch. Jetzt wieder 110. Das gibt's doch nicht. So, 28 Kilometer noch bis Bingerbrück, unseren ersten Halt, Bahnsteig 101. Wird unser erster Halt sein. Der erste KI-Verkehr entgegen. Ein wunderschöner Güterzug mit der 187 vorne dran. Ach geil. Wunderschön. Genau. So, gleich 90. Das gleich auch in Angriff nehmen. Ja, ich denke, das machen wir jetzt mal. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da quittieren müssen. Muss nicht sein, kann aber sein. Und ja, da müssen wir sowieso noch runter auf 80, mindestens auf 80. Aktuell nicht danach aus. So, und in gute 7 Tagen geht es dann für mich auf Tour. Endlich wieder. Saisonauftakt 2024 beginnt. In gut 7 Tagen, also ohne den heutigen Tag, geht es für mich endlich wieder los. Ich freue mich wie Bolle, mit Schneekönig, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf Tour zu gehen ist für mich immer was ganz, ganz Besonderes, muss ich ehrlich sagen. Es ist nicht nur das reine Filmen an den Bahnhöfen selber, sondern auch die Reise dorthin. Das fängt für mich morgens schon an, wenn ich aufstehe, dann zum Bahnhof fahren und mich in den RE 14 setzen. Das ist für mich der Beginn der Tour. Also da ist wirklich, da kribbelt schon in mir und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich wirklich schon
Ja, das Highlight der Tour schon schlechthin, da fängt eigentlich da schon an und ja, ich freue mich einfach drauf. Ich kann es nicht beschreiben. Ich glaube, jeder, der irgendwie was mit Spotten zu tun hat, der gerne spotten geht, kann mich verstehen. Es ist einfach wunderschön, einfach ja, an Orten zu filmen, wo man sonst, wo man noch nie war. Und ja, ich versuche so ein bisschen ganz Deutschland abzudecken, zumindest alle großen Bahnhöfe und auch Europa, wenn es geht. Ja, es ist für mich so wirklich so ein richtig großes Hobby, eine Leidenschaft, wo ich sage, ja, das erfüllt mich einfach und ich glaube, jeder, der das irgendwie ansatzweise auch macht, kann mich da verstehen. Es ist nicht nur einfach ein Hobby, es ist eine Leidenschaft, es ist eine Liebe. Ja, wir tun es einfach gerne und da kann uns auch keiner von abbringen. Ich habe mal kürzlich irgendwo, ich weiß gar nicht, Instagram oder so, ganz hübsches Bild gesehen, da war so ein menschlicher Kopf abgebildet, also ja, als Skelett, sage ich jetzt mal. Und dann ja, war das Schädelinnere so ein bisschen abgebildet und da drin war dann so ein Bild mit Züge. Und darunter, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, Droge oder Sucht oder irgendwie was stand dabei. Auf jeden Fall war das ein sehr schönes Bild, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ich glaube, so kann man es ungefähr ausdrücken. Wir haben wirklich nur, also fast nur Züge im Kopf, weil wir uns da wirklich sehr, sehr für interessieren. Alles, was mit Züge, was mit der Deutschen Bahn zu tun hat, was überhaupt mit Züge zu tun hat, nicht nur mit der Deutschen Bahn, auch mit der Europäischen Bahn, selbstverständlich. Ich fühle mich da wirklich sehr aufgehoben und ja, für mich ist das wirklich mehr als nur ein Hobby, es ist eine Leidenschaft, es ist eine Liebe und ich bin froh, Teil davon zu sein. Teil einer großen Community, die es mittlerweile gibt. Ich grüße euch alle. Es ist wunderschön, wirklich Teil dieser großen Community zu sein. Und möge es für ewig laufen, solange wir gesund sind, solange wir laufen können, werden wir auch werden wir jedes Mal irgendwo spotten gehen, Zügen hinterherrennen, Zügen hinterherlaufen, damit wir den besten Fang machen. Von Sonderzügen, von irgendwelchen ganz speziellen Fahrten. Und ja, wie gesagt, für mich beginnt nächste Woche Dienstag wieder ein Stück Normalität, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Stück wirklich, wo ich sage, ja, sind für mich die Highlights des Jahres, wo ich auf Tour gehe, wo ich losfahre. Und dann beginnt es einfach. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich fühle mich einfach wohl dabei und ja, ich glaube, jeder, der gerne spotten geht, kann mich da absolut verstehen. So, jetzt dürfen wir gleich wieder 140 fahren. Das ist doch sehr schön. Fahren wir schön an den Burgen vorbei, die Sonne geht auf. Links das Panorama einfach nur traumhaft. Muss man ganz ehrlich sagen. So, es dürfte jetzt auch gleich im Moment auf 140 umspringen. Komm, habe ich es gesagt, passiert es auch. Beschleunigen wir natürlich die AfB, beziehungsweise wählen die AfB dorthin und dann beschleunigt der Zug auf die vorgewählte Geschwindigkeit. Ich wollte ursprünglich die 111 vor den IC-Wagen setzen, beziehungsweise vor den Wagen, die ich jetzt hinterher mir herziehe. Aber das ließ sich leider nicht realisieren. Jedenfalls nicht wenn man ein Szenario selber erstellt, weil natürlich die 111 nicht, also im normalen Fahrplanmodus, nicht mit IC-Wagen vorgesehen ist. Da kann man ja nur Justus oder Güterwagen dranhängen, maximal oder N-Wagen oder so, die auch noch nicht mal. Also ja, ich wollte dann, habe das Szenario gestartet, wollte dann halt ein bisschen tricksen. Also ich hatte die 111 als Leerlokomotive genommen, habe die dann dahingestellt und beziehungsweise stand dann da und wollte dann halt ein IC hin spawnen, samt 101. Da wollte ich die 101 abkoppeln und dann die 111 an die IC-Wagen ran. Nein, ist nicht möglich. Also in so einem selbst erstellten Szenario hat man nicht die Möglichkeit, Züge zu spawnen. Die Funktion ist dann gar nicht gegeben. Also ja. Dann ließ sich leider nur diese Möglichkeit realisieren.
Nein, ich wollte eigentlich der IC mit Lokersatz, sollte das Ganze heißen. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann nehmen wir halt die 193 Vectron in einem wunderschönen Repaint, so wie ich sie jetzt halt habe. Und ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich die 111 davor hängen, aber das ließ sich leider nicht realisieren. Das lässt sich vielleicht nur realisieren, wenn man Zugverbandseditor nimmt, beziehungsweise man überhaupt zu Fuß geht auf die jeweilige Strecke und dann den Zug dorthin spawnt, eine 111 Solo, dann eine 101 mit ihrem IC, die 101 abkoppelt, die 101 wieder entfernt und dann die 111 an die IC-Wagen ran. Da würde ich allerdings dann aufgrund der Länge und des Gewichts wahrscheinlich eine Doppeltraktion nehmen. Ich glaube, das macht dann doch mehr Sinn. Also da lässt sich das mit Sicherheit realisieren, aber in so einem Szenario lässt sich das leider nicht realisieren, jedenfalls bei mir nicht. So, 40 Kilometer noch bis zum ersten Halt Bingerbrück. Dann haben wir noch Gau, Algesheim und Mainz-Mombach als Zwischenhalte und dann schließlich unseren Endhalt Mainz Hauptbahnhof. So, wir können mal schauen, wo unser ICE, was der so macht, wo der abgeblieben ist. Ups, da fährt er. Es ist ihm immer noch nicht näher gekommen. Im Gegenteil. Naja. Vielleicht hat er rotes Signal gehabt. Man weiß es nicht. Oder er hat irgendwo gehalten. Ich meine, den hätte ich irgendwo halten lassen. Zwischendurch habe ich dem auf jeden Fall einen Zwischenhalt gegeben. So viel weiß ich. Ich glaube, Bingerbrück sogar. Beziehungsweise nicht Bingerbrück. Doch, Bingerbrück meine ich, würde da auch halten. Und der kommt wahrscheinlich erst dann an, wenn wir schon wieder weg sind, weil er ja doch schon einiges an Abstand hat. Da kommt der nächste KI-Verkehr. Quitschi, ne? Doch, Quitschi. Ist hier vielleicht auch nicht unbedingt vertreten, aber ja, wie gesagt, man kann seiner Fantasie freien Lauf lassen, auch mit dem KI. Wie kann man Züge hinstellen, die ihr normalerweise niemals fahren würden? Aber wie gesagt, das ist alles möglich dank des wunderbaren Features: Zugverbandseditor, Szenarioentwickler, die dieses Spiel wirklich um eine Vielzahl an Möglichkeiten erweitert, muss ich wirklich sagen. So, jetzt sind wir mal auf dem Gegengleis am Fahren. Jetzt nicht mehr. So einfach geht das. Coole Streckenführung, muss ich wirklich sagen. Ohne Weiche haben wir mal die Seite gewechselt. Das ist doch auch mal nicht schlecht. So, auf 130 brauchen wir, glaube ich, gleich nicht mehr beschleunigen. Ich glaube, für die 5, 6 Kilometer wird sich das nicht wirklich lohnen, ist meine Meinung.
Also ich gehe da mal davon aus, dass dann die Halte von Abbiegerbrück dann nicht mehr ganz so weit auseinander liegen, weil wir jetzt schon doch schon ziemlich weit gefahren sind. Und die Strecke von Koblenz nach Mainz ist ja, glaube ich, irgendwas mit 60 Kilometer, irgendwie was. Und wir haben jetzt gleich schon 30 oder 40, haben wir, glaube ich, schon hinter uns. Sodass das dann nicht mehr so weit sein dürfte. So, wir bleiben jetzt mal geschmeidig bei 120, weil wie gesagt, das lohnt sich jetzt einfach nicht mehr zu beschleunigen. Die 4,5 Kilometer können wir jetzt auch noch so fahren, da eh in 3 Kilometer schon wieder 120 ist, wird sich das jetzt nicht wirklich lohnen. Seht mal, da fährt ein schönes Schiff. Wunderbar. So, würde mich nicht wundern, wenn wir gleich noch quittieren müssen irgendwo. Was ich auf jeden Fall jetzt tun werde, ist mal runtergehen auf 90. Jetzt doch den Bahnhof nähern. So, nehmen wir mal die Leistung weg. Und dann wären wir in Bingerbrück. Da steht auch schon der Kreisverkehr. RE aus Dosto voraus, genau, den habe ich auch dahin gestellt, genau. Dürfte noch 111 vorne dran hängen, beziehungsweise in dem Fall hinten dran. Ne, vorne dran, genau. Jo, den beige-blau, wunderbar. Da wären wir in Bingerbrück. Wunderklärchen. So, räumen wir noch schön hier vorne bis zum endgültigen Halt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Öffnet der jetzt die Türen oder nicht? Macht er das denn wenigstens so? Das ist echt zum Kotzen. Es macht keinen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, warum er das nicht macht, aber er macht es nicht.
Ja, warte doch, Kollegin, ich mache dir die Tür schon auf. Immer diese Ungeduld. Ich verstehe es nicht. So, das reicht. Die Tür ist offen, du Honk. Was ist denn jetzt los? Wieso komme ich hier nicht mehr hoch? Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Ist einfach so. Ist egal. Wir schließen die Türen. Nächster Halt, Gau Algesheim. Ihr seht es, 9 Kilometer. Sieht wie gesagt nicht mehr allzu weit. So, stellen wir uns mal hier hin. Ein wunderschönes Signal. Und ich würde sagen, dann schalten wir mal auf. Wunderschön. Wunderschön. Einfach nur traumhaft. Wirklich nur traumhaft. Und da steht der RE, der 111 vorne dran. Einfach nur schön. Wunderschön. So. Steigen wir ein, dürfen 100, gleich 160. Dann tun wir das, was sie sieht. Schauen wir uns mal kurz um hier, wo der ICE rumfährt. Da fährt er. Fährt jetzt, ich glaube, er hält auch in Bingerbrück, sobald ich mich erinnere. Steht die RE noch? Also, müsst ihr jetzt in Bingerbrück halten. Fährt auf jeden Fall langsam genug. Fährt das längste Gleis, genau. Ja, oder eins der längsten Gleise. Muss jetzt nur aufpassen, dass ich hier nicht immer in der Falle rase. Müssen wir zwischendurch mal aus der Karte raus. Müsste jetzt hier, wie gesagt, anhalten. Obwohl er grün hat, aber das bedeutet ja, heißt ja nichts. Ja, er hält. Fährt auf jeden Fall langsam nur noch. Genau. Da habe ich den Bingerbrück halten lassen.
Ganz genau richtig, ja. Wunderbar, klappt das ja. So, 150. Wobei, wir können auch gleich komplett runter, weil wir sind 3, noch was Kilometer schon da. Runter auf 100. Und da sind wir schon in Gau-Algesheim. Wunderbar. Wie gesagt, ein außerplanmäßiger Halt. Genauso wie der nachfolgende Halt Mainz-Mombach. Ist eigentlich nicht vorgesehen gewesen, aber Umstände machen es zwingend erforderlich, diese zwei Sonderhalte einzulegen. Ihr kennt das, nichts Neues im Bahnalltag. Bahnsteig ist natürlich ein bisschen kürzer als die vorangegangene. Aber es geht eigentlich noch, so kurz ist er gar nicht. Sollten wir eigentlich ganz reinpassen. Links macht das genauso nicht, es ist zum Mäusekratzen wirklich. Ist das überhaupt links oder? Moment mal, waren wir denn hier im Bahnsteig? Ja, tatsächlich der bewachsene hier. Na sicher, sonst hätte das ja nicht angezeigt. So. Das reicht. Mein Gott, hier möchte ich aber auch nicht aussteigen. Er läuft ja mitten ins Gras hier in den Büsche. Ey. Boah, naja, das braucht. Alter Schwede. Wie wäre es, wenn da mal die Grünfliege kommt? Das ist ja nicht mehr zumutbar für die Fahrgäste. So, Türen verriegeln. Dann tun wir das. Lösen die Bremse. Und schalten langsam auf. Und
Nächster Halt, Mainz-Mombach. So, 60 jetzt gleich, würde sagen. Gehen wir da auch hin. So. Wahrscheinlich gleich Gleiswechsel, würde ich mal vortippen. Wo ist. Oh! Die gesehen, wie nah der ICE schon ist? Hier sind wir, da ist er. Ja, dieser Halt gerade, der hat uns echt Vorsprung gekostet. Das muss man mal ganz klar so sagen. ICE, wir. ICE, wir. Ach, jetzt habe ich. Ja, das kommt aber rum, wenn man nicht dabei ist. Ja. Das kommt aber rum, wenn man sich in die Karte befindet. So. Genau das meine ich. Das ist uns natürlich total auf den Fersen. Letztes hat er wahrscheinlich rot. Würde ich jetzt mal tippen, weil hier sind wir gerade mal. Ja, der hat rot. Wir kommen überhaupt nicht vom Fleck noch. Zugbeeinflussung. 45 dürfen wir nicht überschreiten. Er ist schon, hat der IC eine Verspätung, weil er halten muss. Wegen uns. Das kommt aber rum, wenn man sich dann die ganze Zeit in der Karte befindet. Naja, gehört dazu. Das passiert halt. Können aber auf jeden Fall auf 60 beschleunigen. Das sollten wir tun. Müssen wir eh wieder quittieren. Ach du Scheiße. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Wir waren 1 km/h unter der Geschwindigkeitsbegrenzung, die die PZB uns auferlegt hat. 1 km/h, sonst hätten wir die nächste Zwangse gehabt. Alter Schwede. Das dürfen wir aber über 45 auf jeden Fall, weil nämlich Geschwindigkeitsbegrenzung 85 bzw. 60. Das dürfte uns jetzt nichts mehr passieren. Jetzt kann man es eh befreien. Zugbeeinflussung.
Genau. So, 160, dann geht's wieder los hier. Ja, der fährt auch langsam wieder los. Wunderschön. So, 12 Kilometer noch bis Mainz-Mombach. Von Mainz-Mombach dann nach zum Hauptbahnhof ist eh nur noch ein Katzensprung. Wie gesagt, es gibt dann hier wirklich massig an Möglichkeiten, dieses ganze Feature sich hier frei zu entfalten. Ja. Sich hier seine eigenen Züge auf die Strecke zu bringen, auf jede Strecke, auf der man will. Und ich finde, das sollte man auf jeden Fall ausnutzen. Und hier wirklich kreativ sein, wirklich das machen, worauf man Bock hat, auf jeden Zug, auf den man Bock hat, im Rahmen der Möglichkeiten natürlich, die uns hier gegeben sind, an Rollmaterial, an Strecke, aber ich denke, da kann man schon viel mit anfangen, wenn man so ein bisschen kreativ ist, dann lässt sich da einiges machen und es ist ja im Prinzip egal, ob der Zug wirklich da fährt, ob das fiktiv ist, Hauptsache man hat Spaß und ja. Das ist, glaube ich, so die Hauptsache. Das ist jedenfalls meine Meinung. So, 6,98 oder 6,8 Kilometer noch. Dann sind wir auch schon in Mombach, Mainz-Mombach, Mombach, wie auch immer. Unseren nächsten außerplanmäßigen Submission halt auf der Fahrt von Koblenz Hauptbahnhof nach Mainz Hauptbahnhof. ICE wieder so ein bisschen abgehangen. Ja, doch, jetzt haben wir noch ein bisschen Luft dazwischen. Oh, wir haben ein rotes Signal zu verzeichnen. Wie finde ich das denn jetzt? So sollten wir doch mal langsamer werden hier.
So, dürfte jetzt auch gleich das gelbe Vorsignal kommen. Ist und auf 80. Schauen wir mal. Wir ein haltzeigendes Signal für uns haben, ist auf jeden Fall unter 40. Sicherheit gleich noch der 500 Hz Magnet, gehe ich mal von aus. Dann wollen wir mal gucken, was uns hier blockiert. Was sagt denn die Fahrdienstleitung? Abgelehnt, alles klar. Dann gucken wir mal. Da steht was. Der hat auch rot. Weil da was steht, der hat auch. Hoffentlich habe ich da jetzt keinen Fehler gemacht. Weil die kann ich nicht entfernen. Wenn ja, dann war es meine Schuld, da muss ich das Szenario an dieser Stelle abbrechen, weil ich das, wie gesagt, die kann ich nicht entfernen. Ihr habt es selber gesehen. Dann tut mir das leid, dann habe ich bei der Planung nicht ganz aufgepasst. So, der steht hier. Genau, der da rot. Weil da einer steht, wann hat denn der Ausfahrt? Das ist der Kollege hier. Ist natürlich nicht dabei, wann der Ausfahrt hat. Habe ich mich jetzt hier komplett vertan? Ich meine, der hätte 35, hätte der Ausfahrt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich meine aber wohl. Also erst wenn der hier weg ist, kann der EC weiterfahren. Und danach kann natürlich auch ich es weiterfahren. Ich hoffe, wir warten jetzt mal bis 35 ab. Das sind jetzt noch 2 Minuten. Sollte sich dann nichts tun, müsste ich das Szenario an dieser Stelle abbrechen, was mir sehr leid täte, aber ich kann es dann auch nicht ändern. Aber ich denke, die 1,5 Minuten können wir jetzt auch noch warten.
So, schauen wir mal, 30 Sekunden noch. Ich meine, ich hätte den auf 35 gesetzt. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Hier tut sich leider überhaupt nichts. Das bedeutet, dass wir das Szenario an dieser Stelle beenden müssen. Das tut mir furchtbar leid. Da habe ich bei der Planung anscheinend doch einen Fehler reingehauen. Das tut mir furchtbar leid. Aber so ist das nun mal. Man kann auch nicht immer alles bedenken. Bringt jetzt auch nichts, hier noch zu warten. Wahrscheinlich wird sich das eh nicht auflösen. Weil solange der ICE nicht fährt, fährt der EC nicht. Und solange der nicht fährt, können wir nicht fahren. Von daher ist das leider so. Und ja, da kann ich jetzt auch soweit nichts mehr dran ändern. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen bis hierher. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar, über euer Feedback. Habt noch eine schöne Zeit, habt einen schönen Rest Ostermontag, habt noch eine schöne Restwoche. Nächste Woche gibt es dann, wie gesagt, meine Tour. Und bis dahin wird es erstmal keine Videos mehr geben. Vielleicht am kommenden Wochenende noch was. Wie gesagt, ich gehe morgen ab morgen wieder arbeiten, wie das halt so ist im Leben. Und ja, wie gesagt, hier wird es jetzt mittlerweile oder wahrscheinlich nicht mehr weitergehen. Das ist nun mal leider so. Es tut mir furchtbar leid, aber sowas kann passieren. Ich denke, das ist menschlich. Wenn es euch, wie gesagt, bis hierher gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Macht wie immer gar nichts. Ja, wenn es euch nicht gefallen hat, macht wie immer gar nichts. Habt noch eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenke Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.